Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Format, das wir jetzt heute das erste Mal richtig machen und zwar Hashtag HeyDaya. Das ist das Format, wo ihr Fragen stellen könnt unter den Videos hier in der Kommentarfunktion und ich beantworte euch diese Fragen. Also eigentlich ein ganz, ganz simples Format. Das macht am Anfang natürlich noch wenig Sinn, wenn man noch nicht so viele Follower hat, aber jetzt knacken wir bald die 1000 Abos. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Jede Woche gibt es neue Videos zum Thema Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst in meinem Leben passiert. Aber wir legen jetzt erstmal kurz los. Ich mache alles ready und euch gebe ich das Intro. Okay, Leute. Ich muss jetzt mal hier kurz in die YouTube-Suchfunktion gehen und das Ganze mal abchecken. Aber kurz vorweg ein paar News. Meine Diät läuft ziemlich gut. Ich habe jetzt das neue Tiefstgewicht erreicht von 80 Kilogramm. Und das sind insgesamt 14 Kilo, die ich abgenommen habe nach dem Lockdown. Und damit bin ich an sich ziemlich zufrieden. Und ich fühle mich auch wesentlich wohler auf dem Gewicht als vorher mit 94 Kilo. Also ich muss euch sagen, 94 Kilo, das war schon echt kein Spaß und alles wird irgendwie viel, viel anstrengender und ist einfach nicht so schön. Davon abgesehen, dass es auch nicht so schön aussieht. Okay, wir gehen jetzt mal die allerersten Fragen hier durch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe zwar ein paar schon so im Vorhinein natürlich mal gesehen, aber nicht alles jetzt durchgelesen. Und deswegen bin ich umso gespannter, was ihr für Fragen gestellt habt. Okay, wir legen mal direkt los mit der ersten Frage. Hey Daya, wie siehst du YouTubes Zukunft? Wie sehe ich YouTubes Zukunft? Ich glaube, dass YouTube auf jeden Fall immer noch eine große Daseinsberechtigung hat, besonders für die Leute, die sich noch mehr informieren wollen als einfach nur über Instagram. Und ich habe letztens erst bei einem Podcast teilgenommen und da habe ich dann verglichen YouTube mit Instagram. Und YouTube ist so für mich das Restaurant, wo man hingeht, um gut zu essen und vernünftigen Content zu konsumieren. Und Instagram ist so das Fastfood für die schnelle Befriedigung. Deswegen glaube ich, dass YouTube immer noch eine Daseinsberechtigung hat und nicht irgendwie aussterben wird. Okay, Frage Nummer 2. Hey Daya, wie viel Zeit nimmst du dir für ein Video? Oder wie viel Zeit nimmt ein Video in Anspruch? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Videos, die dauern halt dann den ganzen Vormittag zum Beispiel, wenn ich irgendwie vlogge oder so. Und ansonsten sind so Videos eigentlich relativ schnell gemacht. Ich skripte meine Videos kaum, weil ich immer möchte, dass meine Videos authentisch sind und das rüberkommt, was ich gerne sagen möchte. Und deswegen mache ich mir nicht viele Notizen, sondern lege meistens einfach los. Und beim Schnitt ist es dann eher so, ich richte mich danach, wie viel Zeit habe ich, damit ich das Video rausbringen kann. Und ich bin da nicht so perfektionistisch wie manch anderer vielleicht. Und wie ihr seht, passiert mir auch manchmal der ein oder andere Fehler in Videos. Aber ich möchte lieber, dass das Video rausgeht, anstatt dass ihr auf Content wartet. Nächste Frage. Hey Daya, wie viel ist dein Outfit wert? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Meine Socken habe ich auch so bekommen. Die Hose vielleicht 30 Euro. Unterwäsche 10 Euro, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich kaufe mir kaum Klamotten, weil ich es sinnlos finde, immer viel neue Klamotten zu haben, solange man noch Klamotten hat, die ganz sind. Bei Jeans ist es so bei mir, trage ich erstmal selten, aber wenn die mal kaputt sind, dann kaufe ich erst wirklich neue und vorher eigentlich nicht. Das heißt, ich bin nicht so der Typ, der jetzt irgendwie shoppen geht und dann irgendwie rumguckt und schaut, ob er irgendwas Schönes findet zum Anziehen. Weil ich das unnötig finde. Solange wir noch Klamotten haben, ich bin da so ein bisschen minimalistischer veranlagt. Wie ihr wisst, es gibt auch so ein paar Videos über das Thema Minimalismus auf meinem Kanal. Wenn ihr euch dafür interessiert, checkt das mal aus. Nächste Frage. Hey Daya, wie fühlt es sich an, Influencer zu sein? Ja, ich bezeichne mich eigentlich gar nicht so als Influencer, sondern ich möchte auch nicht irgendwie die Leute jetzt so beeinflussen. Sondern ich möchte gerne Leute inspirieren und Leuten irgendwie weiterhelfen. Und ja, deswegen produziere ich immer Videos, die ich gerne sehen würde. Und in Zukunft kommt da auch noch ein bisschen mehr.
weil ich mich dazu entschieden habe, so straight wirklich nur noch das zu machen, worauf ich Bock habe. Und nicht so darauf zu gucken, okay, gibt das Video jetzt viele Klicks oder nicht, sondern ich glaube, dass ein paar wenige treue Follower mehr wert sind als Hunderttausende, die irgendwie nur auf Unterhaltung aus sind. Hey Daya, wann kriege ich die erste Mio? Ja, Bro, ich weiß nicht genau. Wir arbeiten alle daran, ne? Dann, nächste Frage. Hey Daya, nimmst du die Videos in einem Rutsch auf? Ja, tatsächlich. Ich nehme die meistens in einem Rutsch auf. Außer ich habe Szenen, die ich irgendwie, ja, vielleicht extra drehen muss oder so, ne? Aber dann ist das trotzdem ja ein Rutsch. Wenn ich so ein Video mache, wo ich nur rede, dann versuche ich die immer wirklich in einem Rutsch aufzunehmen und auch nicht jeden Scheiß rauszuschneiden, weil es ist menschlich einfach und braucht da nicht jeden kleinen Versprecher immer rauscutten, finde ich unnötig. Nächste Frage. Hey Daya, nächster Livestream, vielleicht auch mal am See oder irgendwie draußen. Die Livestreams ist so das Problem. Ich wollte die immer sonntags machen. Leider muss ich oft sonntags auch arbeiten und bin irgendwo anders unterwegs. Wenn ich jetzt die 1000 Abos habe, dann kann ich von meinem Handy aus über die YouTube-App live streamen. Und dann ist das eine viel, viel einfachere Geschichte und dann kann ich mir vorstellen, auch wieder mit Livestreams zu starten. Und noch eine Frage. Hey Daya, was hältst du von Stimmtraining? Stimmtraining finde ich, glaube ich, an sich eine gute Sache, weil man sich oft vielleicht anders ausdrückt, als man eigentlich möchte oder als man möchte, dass es beim Gegenüber ankommt. Deswegen ist es eigentlich keine schlechte Sache. Und nochmal, um das Thema auf Podcast zurückzukommen. Ich fand das Thema mega nice und es hat mir mega Bock gemacht und ich überlege aktuell, selbst eine Podcast zu starten. Wenn du Bock drauf hast, schreib mir gerne mal in die Kommentare, lass mich wissen, ob du Interesse daran hättest. Und ja, ich habe da halt gehört von vielen als Feedback, dass meine Stimme so angenehm wäre und deswegen, da Podcasten ja nur mit Stimme ist, halte ich das eigentlich für keine schlechte Option. Hey Daya, gehen die 10.000 Schritte mit deiner Verletzung noch? Ja, es klappt noch, aber dadurch, dass ich keine richtige Pause mache, habe ich immer noch mit dem Muskelfaserriss zu kämpfen und das macht echt keinen Bock. Ich sage euch eins, wenn ihr eine Verletzung habt und ihr irgendwie Pause machen könnt, macht Pause, weil sonst schleppt ihr das mit euch rum und seid damit genauso lange beschäftigt wie ich jetzt und das macht keinen Bock. Oh, eine sehr interessante Frage. Nices Video. Hey Daya, wie ist deine Morgen-Abend-Routine? Welche Tipps könntest du geben, um diese zu optimieren? Und das ist auch jetzt eigentlich die letzte Frage, die ich beantworten möchte, weil das eine etwas intensivere Frage ist. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir eine Morgen- und Abendroutine überhaupt haben. Viele Leute machen da gar nichts und beziehungsweise sie machen etwas, aber nicht bewusst. Das allererste, was ich super, super wichtig finde, ist, benutz nicht sofort dein Smartphone. Du wirst sofort zugemüllt im Kopf mit Instagram, Facebook, News und so weiter. Nimm dir am Anfang, am Morgen Zeit für dich. Das ist zwar so eine Sache, die hört man überall, aber sie ist einfach wirklich wahr und es macht einen Unterschied auf deinen ganzen Tag. Besonders wenn du auch kreativ arbeiten möchtest und nicht einen Chef hast, der dir ständig sagt, was du zu tun hast. Weil dann bist du eh in so einem Flow drin, dass du immer Aufgaben kriegst und du machst sie einfach. Aber bei mir ist es halt so, ich bin so ein bisschen mehr oder weniger mein eigener Chef und muss selber kreativ sein, muss selber gucken, wo ich bleibe und was ich mache, wie ich es mache. Und da finde ich es einfach einen unglaublichen Kreativitäts- und Inspirationskiller, wenn du morgens früh dich schon direkt mit Social Media zuballerst. Das heißt, lass die erste Stunde am Tag vielleicht mal das Handy weg oder die erste halbe Stunde, wenn du es schaffst. Und ansonsten sieht meine Morgensroutine so aus, ich stehe auf, trinke einen Kaffee, checke, was zu tun ist für heute und nehme dann die ersten Dinge in Angriff. Wenn ich dann die ersten Aufgaben erledigt habe, gehe ich meistens trainieren. Und dann bin ich im Gym und danach starte ich erst richtig in den Tag. Und dann gucke ich manchmal, okay, wonach fühle ich mich heute, was kann ich heute gut machen oder was muss heute erledigt werden. Die Sachen, die erledigt werden müssen, versuche ich natürlich als erstes abzuarbeiten oder halt Zeit im Tag einzuplanen, dass ich sie abarbeiten kann. Bei der Abendroutine ist der erste Tipp, den ich euch geben kann, genau der gleiche. Benutz nicht dein Handy vorm Schlafengehen. Scheiß einfach mal auf Instagram, auf die News, auf WhatsApp. Nimm dir Zeit für dich, komm runter, verbring Zeit mit deinem Partner,
triff vielleicht noch einen Freund oder keine Ahnung, aber sei mal im Hier und Jetzt und lebe im Hier und Jetzt ohne Social Media. Ich bin ganz ehrlich, Instagram, Facebook, TikTok und Co. geht mir ziemlich auf den Sack. Das Einzige, was ich selber wirklich noch konsumiere, ist YouTube und sonst gar nichts. Ich bin auf Instagram wirklich nur zum Posten. Das heißt, wenn ich mal eure Stories nicht teile oder irgendwie eure Sachen nicht antworte, das liegt daran, dass ich einfach Instagram nicht gerne benutzen möchte. Und das ist so ein bisschen wie der Vergleich mit dem Restaurant und dem Fastfood. Ich finde Instagram, man greift so oft zum Handy und checkt, was gerade abgeht und verliert immer den Bezug zur Realität gerade. Und du bist dann nicht mehr hier im Hier und Jetzt und irgendwo in dem, was dir da gerade angezeigt wird. Und das kannst du dir ja nicht mal selber aussuchen. Selbst auf der YouTube Explore Page wird dir ja vorgeschlagen, was du schauen sollst. Achte darauf so ein bisschen, dass du dich nicht manipulieren lässt und wirklich nur die Sachen anguckst, die du angucken möchtest. Folge auch nicht 1000 Leuten auf Instagram, sondern schau, dass du einigen wenigen folgst, die dich irgendwie weiterbringen oder inspirieren, motivieren. Also nutze Social Media auf jeden Fall ganz, ganz gezielt. Pass auf dich auf dabei, weil sonst bist du ganz schnell in so einer Abwärtsspirale. Ja, das war das erste Hey Daya. Schreib gerne mit dem Hashtag Hey Daya, damit ich die Fragen auch alle finde, weil sonst kann ich die nicht beantworten. In die Kommentare die nächsten Fragen. Ich werde auch nochmal auf Instagram dafür eine kleine Promotion machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao.